Als ich ein Teenager war, schlossen sich meine Eltern der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage an. Wir wussten, dass die Missionare sie belehrt hatten, doch hatten sich meine Eltern die Missionarslektionen alleine angehört. Nach dieser überraschenden Ankündigung fingen auch meine Brüder und ich an, den Missionaren zuzuhören, und jeder meiner Brüder nahm die Botschaft von der Wiederherstellung mit Freuden auf. Ich war zwar neugierig, verspürte aber nicht den Wunsch, etwas in meinem Leben zu ändern. Ich nahm jedoch die Aufforderung an, darüber zu beten, ob das Buch Mormon das Wort Gottes ist. Allerdings erhielt ich keine Antwort. Man könnte sich fragen, weshalb der Vater im Himmel keine Antwort auf dieses Gebet gab. Zumindest ich fragte mich das. Ich habe seitdem festgestellt, dass die Verheißung Moronis stimmt. Gott beantwortet unsere Gebete bezüglich der Wahrheit des Evangeliums. Doch er beantwortet sie erst, wenn wir mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz fragen. Er antwortet nicht, wenn wir einfach nur neugierig sind. Vielleicht haben Sie eine Frage, auf die Sie gerne die Antwort wüssten. Vielleicht gibt es ein Problem, für das Sie noch keine richtige Lösung gefunden haben. Ich möchte heute über einige Gedanken sprechen, die Ihnen helfen können, die Antworten zu erlangen, die Sie brauchen. Es fängt damit an, dass man sich zum Evangelium Jesu Christi bekehrt. Ich habe über die Geschichten verschiedener Figuren in den Heiligen Schriften nachgedacht. Nehmen wir beispielsweise Laman und Lemuel. Wie auch Nephi stammten sie von guten Eltern und ihnen war von allem Wissen ihres Vaters etwas beigebracht worden. Und doch murrten sie, weil ihr Vater ein Mann mit Visionen war. Aus ihrer Sicht verstießen seine Entscheidungen gegen jegliche Logik. Sie erkannten die Dinge Gottes nicht und wollten darum nicht glauben. Interessant ist, dass ihre Entscheidungen ihnen Erlebnisse verschafften, die ihren Glauben hätten stärken können. Sie ließen ihr Haus und ihre Reichtümer zurück. Sie litten auf ihren Reisen durch die Wildnis. Schließlich halfen sie mit, das Schiff zu bauen, und sie stimmten zu, sich auf die Reise in ein unbekanntes Land zu begeben. Nephi erlebte genau das Gleiche, aber trugen diese Taten dazu bei, ihren Glauben zu stärken? Nephis Glaube wurde gestärkt, doch Laman und Lemuel wurden immer zynischer und wütender. Diese Brüder sahen und hörten sogar einen Engel, und doch zweifelten sie weiterhin. Das Erdenleben ist für keinen von uns einfach. Wir sind hier, um uns zu bewähren und geprüft zu werden. Wie wir mit den Erlebnissen dieses Leben umgehen, hat häufig großen Einfluss auf unser Zeugnis. Bedenken Sie, wie Laman und Lemuel reagierten. Sie murrten, als ihr Vater sie bat, etwas Schwieriges zu tun. Sie versuchten, in den Besitz der Messingplatten zu kommen, doch als das nicht gelang, gaben sie auf. Ihre Einstellung war: Wir haben es ja versucht. Was könnten wir denn sonst noch tun? Es gab sogar einen Moment, in dem sie wegen ihres Fehlverhaltens traurig waren und um Vergebung baten. Sie beteten und ihnen wurde vergeben. Doch in den Schriften steht, dass sie später wieder anfingen zu klagen und sich weigerten zu beten. Sie kamen zu Nephi und sagten, sie könnten die Worte nicht verstehen, die ihr Vater gesprochen hatte. Nephi fragte sie, ob sie den Herrn befragt hätten. Achten Sie auf Ihre Erwiderung. Das haben wir nicht, denn der Herr tut uns so etwas nicht kund. Aus Nephis Antwort an seine Brüder können wir entnehmen, wie man fortwährend Antwort auf Gebete erhält. Wie kommt es, dass ihr die Gebote des Herrn nicht haltet? Wie kommt es, dass ihr wegen eurer Herzenshärte zugrunde gehen wollt? Erinnert ihr euch nicht dessen, was der Herr gesagt hat? Wenn ihr euer Herz nicht verhärtet und mich im Glauben bittet, im Vertrauen darauf, dass ihr empfangen werdet, mit Eifer im Halten meiner Gebote, so wird euch dies gewisslich kundgetan werden. Ich kenne einige zurückgekehrte Missionare, die unbestreitbare geistige Erlebnisse hatten. Doch da sie bestimmte geistige Gewohnheiten nicht pflegten, haben sie die Augenblicke vergessen, als Gott zu ihnen sprach. An diese zurückgekehrten Missionare und zu Ihnen allen, wenn Ihnen so zumute gewesen ist, als solltet ihr den Gesang der erlösenden Liebe singen, so frage ich euch, ist euch auch jetzt danach zumute? Falls Ihnen derzeit nicht danach zumute ist, kann es wieder so werden. Denken Sie aber an Nephis Rat, seien Sie gehorsam, denken Sie an die Zeiten, als Sie den Geist
in der Vergangenheit gespürt haben und bitten sie voller Glauben. Ihre Antwort wird kommen und sie werden die Liebe und den Frieden des Erlösers verspüren. Die Antwort kommt vielleicht nicht so schnell wie erhofft oder auf die von ihnen gewünschte Art und Weise, aber die Antwort wird kommen. Geben Sie nicht auf. Geben Sie niemals auf. Vergleichen wir einmal Laman und Lemuel mit den Söhnen Mosias. Beide Gruppen wuchsen in rechtschaffenen Familien auf, gerieten jedoch vom Weg ab. Beide wurden durch einen Engel zur Umkehr gerufen. Doch was ist an dem Erlebnis der Söhne Mosias anders? Der Missionserfolg der Söhne Mosias ist unvergesslich. Tausende bekehrten sich zum Herrn. Wir vergessen jedoch häufig, dass sie zu Beginn ihrer Mission im Herzen niedergeschlagen waren und sie nahe daran waren, zurückzukehren. Doch da hat der Herr sie getröstet. Der Herr hieß sie, ihre Bedrängnisse mit Geduld zu tragen. Warum stärkten die Prüfungen diese Söhne Mosias in ihrem Glauben und ihrer Entschlossenheit und führten nicht dazu, dass sie murrten oder zweifelten? Ausschlaggebend ist, dass sie in der Erkenntnis der Wahrheit stark geworden waren. Denn sie waren Männer mit gesundem Verständnis und sie hatten eifrig in den Schriften geforscht, um das Wort Gottes zu kennen. Wir alle erleben Prüfungen und haben Fragen. Doch denken Sie daran, dass wir uns beständig an der eisernen Stange festhalten müssen. Die Worte von Christus werden uns alles sagen, was wir tun sollen. Wir müssen das Schriftstudium zu einem Teil unseres täglichen Lebens machen. So öffnen wir die Tür zu Offenbarungen. Für die Söhne Mosias war das nicht alles. Sie hatten sich vielem Beten und Fasten hingegeben. Darum hatten sie den Geist der Prophezeiung und den Geist der Offenbarung. Beten und Fasten helfen uns, für Eingebungen des Geistes empfänglich zu sein, mit dem himmlischen Vater zu sprechen, während wir bewusst auf Essen und Trinken verzichten, hilft uns, die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen. Wenn wir dann beten, gepaart mit Fasten dazu, führt das dazu, dass der Herr uns Antwort geben wird. Und wenn wir um Hilfe schreien, wird er sagen, hier bin ich. Diese persönlichen religiösen Gewohnheiten, Gehorsam, Schriftstudium, Beten und Fasten stärkten die Söhne Mosias. Laman und Lemuel mangelte es daran und dies trug sehr dazu bei, dass sie der Versuchung zu murren und zu zweifeln schutzlos ausgeliefert waren. Sollten sie versucht worden sein zu murren, sollten sie Zweifel haben, die zu Unglauben führen, wenn es scheint, als seien die Prüfungen zu schwer, wenden sie sich dem Herrn zu. Falls sie sich bereits abgewandt oder ihr Verhalten gerechtfertigt haben, wenden sie sich dem Herrn zu. Wissen Sie noch, wie er ihrem Sinn Frieden zugesprochen hat? Welch größeres Zeugnis können Sie haben als von Gott? Fragen Sie sich, lebe ich momentan so, wie Christus es tat und wie ich es früher einmal getan habe? Bitte, wenden Sie sich dem Herrn zu. Zurück zu meiner Geschichte. Letztlich wurde ich aufrichtig. Ich weiß noch, wie mich der Missionar, der mich belehrte, fragte, ob ich denn bereit sei, mich taufen zu lassen. Ich antwortete, ich hätte immer noch einige Fragen. Dieser kluge Missionar sagte mir, dass er meine Fragen beantworten könne, doch müsste ich zuerst seine Fragen beantworten. Er fragte mich, ob das Buch Mormon wahr ist und ob Joseph Smith ein Prophet war. Ich sagte, ich wisse es nicht, würde es aber gerne wissen. Meine Fragen führten zu größerem Glauben. Bei mir kam die Antwort nicht als einmaliges Ereignis, sondern nach und nach. Mir fiel auf, als ich mit den Worten einen Versuch machte und begann, zu einem kleinen Teil Glauben auszuüben, dass das Buch Mormon anfing, mir köstlich zu sein, mein Verständnis zu erleuchten und meine Seele wahrhaftig zu erweitern. Schließlich erlebte ich das, was in den Schriften mit dem Schwellen in der Brust beschrieben wird. Das war der Moment, als ich den Wunsch hatte, mich taufen zu lassen und mein Leben Jesus Christus zu weihen. Ich weiß mit Gewissheit, dass das Buch Mormon das Wort Gottes ist. Ich weiß, dass Joseph Smith ein Prophet war. Ja, es gibt immer noch einiges, was ich nicht verstehe. Doch mein Zeugnis von der Wahrheit bringt mich dem Erlöser näher und stärkt meinen Glauben. Brüder und Schwestern, denken Sie an Nephi und die Söhne Mosias, die geistige Erlebnisse hatten und dann im Glauben handelten. Damit Antworten kamen und sie an Glaubenstreue zunahmen. Vergleichen Sie sie mit Laman und Lemuel, die Zweifel hegten und murrten. Auch wenn sie gelegentlich recht handelten, so ist doch Bemühen ohne Glaube tot.
Wir müssen Glauben haben und entsprechend handeln, um Antworten zu erhalten. Ich hoffe, dass Ihnen, während Sie heute Vormittag zugehört haben, der Geist Ihnen in Verstand und Herz etwas eingeprägt hat, was Sie tun müssen, um Antworten auf Ihre Fragen zu bekommen oder eine inspirierte Lösung für ein Problem zu finden. Ich bezeuge feierlich, dass Jesus der Messias ist. Wenden Sie sich dem Herrn zu und Sie werden Antworten auf Ihre Gebete erhalten. Im Namen Jesu Christi. Amen.